Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei den Grimmods. Resident Evil 8 Stern Village, ja. Aber natürlich noch nicht die Vollversion, denn die kommt erst im Mai. Genau da noch habe ich jetzt nicht dran. Aber die Maiden Demo steht parat, ja. Für die PS5 Besitzer, ja, vorzugshalber. Wieso, weshalb, warum, fragt mich nicht, aber auf der 5 gibt es die Demo zu spielen, auf allen anderen Konsolen momentan noch nicht. Ja, ich habe gelesen, Capcom will zeigen, was man aus der PS5 schon so rausholen kann. Deswegen bin ich sehr gespannt. Bin Resident Evil Fan und von daher würde ich sagen, wir starten. Maiden. Wie gesagt, so heißt die Demo. Entkommen Sie aus dem Gewölbe. Das werden wir probieren. So, und wir haben direkt eine Taschenlampe am Start. Das finde ich gut. So, umsehen ist klar. Laufen ist auch klar. So, hier haben wir schon was. Ein Papierstück. Dreieck. Sehen Sie Ihre Objekte ein. Machen wir. Stück Papier. So, haben wir schon direkt was zu lesen oder was? Rückseite gibt es nichts. Untersuchen. An jene, die nach einem Ausweg von dir suchen. Ich hoffe, diese Notiz wird dir helfen. Du kennst mich nicht, aber wenn du überleben willst, musst du mir vertrauen. Zunächst musst du aus dieser Zelle kommen. Sieh dich um, wenn nötig, auf allen Vieren, um ein Schlupfloch zu finden. Dann suche nach dem Objekt, das dir zum Auspuff helfen wird. Es ist an einem Ort versteckt, an dem sie es nie erwarten würden, okay? Und über mit Blut besudelt. Alles klar. Sonst wäre es auch kein Resident Evil. So, sobald du aus dem Gewölbe hinter dir lässt, findest du dich in einem Raum wieder. Die Tür dort wird dich in die Freiheit führen. Das Licht wird dir den richtigen Weg weisen. Du solltest in eine Sackgasse geraten. Gib nicht auf. Irgendwo gibt es einen versteckten Weg. Wenn du erstmal die Leiter erreicht hast, hast du es so gut wie geschafft. Aber pass auf, dass sie dich nicht sehen. Okay? Ich werde heute Nacht von hier fliehen. Was war das? Und ich bete, dass auch du es hier lebend raus schaffst. Alles klar. Wer hat denn das gute Stück geschrieben? So, dann sollen wir hier raus, ja? Aber ich stand ja zuerst kriechen. Ah, schicke Toilette, wa? Guck ich R3, alles klar. Ich habe auch gelesen, dass es in dieser Demo, ja, perfekt, nicht zum Kampf kommen soll. Wir hatten die Demo, die irgendwann noch veröffentlicht wird, wo es auch einen Kampf geben wird, für mehrere, wie auch immer, die soll dann für alle verfügbar sein. Und von daher bin ich mal gespannt, ob wir hier auf Gegner treffen oder nicht. Lecker, seht ihr das? So, kommen wir hier raus. Kommen wir. Ja, genau. Schöne Folterbank hier. So, sieht aus wie bei Call of Duty. Im Gulag hier unten so ein bisschen, ne? So mit den Gittern und den Rock. Keine Ahnung, auch wo wir hier finden. Lebenshaltende Medikamente für Vieh. Na klar. Achso, ich dachte, das können wir auch nehmen. So, also ich glaube, die Notiz. Oh, was war das? Hä? Ja, der sieht ihn jetzt so schnell gedreht. Also er oder sie, ich weiß es selber nicht, wer wir hier sind. Ob Männlein oder Weiblein. Aber wir schauen mal so. Schon so ein bisschen gruselig unten, ne? So, warte mal, ein Stück Papier. Weil ich glaube, das war so ein bisschen die Reihenfolge hier, ne? So, musst du mir vertrauen, machen wir. Zellen kommen, haben wir gemacht. Was dir zum Auswahl helfen wird, das ist dann auch verstanden. Sie es nie erwarten würden. Und über Blut besudelt, alles klar. Dann suchen wir mal einen über Blut besudelten Ort.
Irgendwas fehlt, alles klar. Dann müssen wir hier dann. Hallo? Leben Sie? Vermutlich nicht mehr. Ah, wird immer auf das Stück Papier verwiesen. Jetzt irgendwas passiert hier doch. Kann ich mir erzählen, was ihr wollt? So, an einem Ort, an dem ich nie erwarten würde. Wahrscheinlich dahinter, oder? Boah, guckt euch mal den Stuhl an, Alter. Und da wird dann gedreht. Alter, das sind ja Foltermethoden hier. Komme ich nicht durch. Okay, gut. Dann. Blutbesudelten Ort. Ich habe eigentlich nur einen Ort gesehen, der mit Blut ein bisschen verschmiert war, und das war hier. Hier bei sie doch. Ach, das war die Tür, oder? Komm ich da runter? Ich kann hier auch nicht rauf, ne? Kommst leicht an die Tür und die geht sofort auf. Das macht es natürlich ein bisschen gruselig. So, das Einzige, was ich aber hier noch irgendwie nehmen kann, wäre ja die Arznei, ne? Die kann ich auch nicht aufnehmen. Und warum kann ich den Vorhang hier nicht wegziehen? Hier pfeift auf jeden Fall auch der Wind. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Ah, Untersuchung. Aber ich habe auch nur das Stück Papier bisher. So, würde ich es denn sonst noch nicht vermuten? Vielleicht in so einem Fass. Alter, ist doch eine Person drin, oder? Hier auch ein Skelett, alter Falter. Hier keiner einen Schlüssel von euch dabei. Kann ich hier auch nicht springen oder so? Und schnell laufen. Ah, vielleicht hier einen dran oder so. Mit einem Haken. Ja, ich bin doch hier nicht allein. Das könnt ihr mir doch jetzt sehen. Ah, guckt euch das an. Yummy. Bolzenschneider, ja, der wird uns weiterhelfen. Aber Moment mal. Die Frau, ne? Die saß doch eben noch hier. Alter, okay, alles klar. Gut, dann. What the hell? Alles klar. Also wenn ihr hier sagt, ne? Dass ich alleine bin. Glaubt derjenige doch selber nicht, oder? Und der? Mit dem guten Mann hier? Hat auf jeden Fall keine Beine mehr. Augen sieht jetzt auch nicht so danach aus. Auch schon verdunktes Blut ist, ne? Wir müssen anschauen. Ui. Okay. So, dann gab es jetzt noch eine Zelle, glaube ich. Na, also es war definitiv die Frau, die vorher die nicht um hatte. So, kriegen wir das hier auf? Das kann nicht verwendet werden. Okay, dann mal eine Zelle links.
Also wir hatten zwei Schlösser. Einmal was hier. Bei dem guten Mann. War bei der Dunkelheit, ne? Du verlierst auch echt die Orientierung irgendwie. Da, alles klar. Wo? So, bitte. Zack. Alles klar, da ist der blutgetränkte. Mal gucken, was wir da rausfischen. Ah, ein Dietrich. Wunderbar, für die Strom. Oder was auch immer dahinter ist. Und jetzt passiert mit Sicherheit gleich wieder was. Alter, ist solche. Was ist los? Alter. Alter, ich muss hier weg. Dietrich, nimm den Dietrich. Zum Glück managt er das hier alleine. So, und ich muss mal eben schnell. Nein, die will ich doch gar nicht haben. Die Kamerageschwindigkeit, Beschleunigung. Nö, aber hier. Das wird ein bisschen höhen. So. Okay, und hier rein. Oh. Der Raum wirkt aber sehr einladend hier. So, wartet mal eben schnell auf das Stück Papier gucken wieder. So, da, werfen würde, ist an einem Ort versteckt, dann ist niemand und über mit Blut übersiedelt. Okay. Das Licht würde den richtigen Weg weisen. Da sind wir jetzt, glaube ich. So ist eine Sackgasse, gibt nicht auf. Irgendwo gibt es einen versteckten Weg. Okay, versteckter Weg. Und als nächstes dann die Leiter, die uns rausführt. Ich will nicht die Mitte lang gehen, warum auch immer. Aber ich muss schon sagen, der Raum ist recht schick gestaltet, oder? So, also, was heißt schick? Ist Geschmackssache, aber detailreich auf jeden Fall. Mit dem Feuer hier und grafisch, ja gut, brauchen wir nicht drüber reden. Okay. Dann suchen wir mal nach einer Leiter. Auch alles Blut hier, oder? Jetzt glaube ich die Sackgasse, von der geredet wurde. So, und das Licht wird uns leiten. Okay. Blut. Das gesehen? Vorhin gehört. Alter, Leute, das ist so gruselig, ne? Ich hoffe, es kommt annähernd so rüber. Jo, ach doch, Finger sind noch dran. So, hier wurde wohl lecker zu Abend gegessen, oder? Von einer Person anscheinend, die dieser Person zugeschaut hat. Oh Gott. Das riecht ja widerlich. Ja, was gab's denn? Denn seine anderen Finger oder was? Uhuhu. Jedenfalls ist mit Sicherheit auch noch jemand drin gewesen. So, hier kann ich nichts untersuchen. Das heißt, ich muss da raus. Dance Macabre. Geht nicht auf, okay.
Muss ich wohl weiter suchen, so, aber das Licht wird uns leiten, das heißt, hier ist ja das Licht, ne? Kann ich nichts auflegen oder so? Und ich kann ich auch nichts machen. Hier. Ja, alles klar. Oh. Das ist eine gute Idee, ist hier unten. Weiß er nicht. Aber muss ja. Hallo? Okay. Aber wir haben leider kein Schattenbild hier. Könnten wir uns ja irgendwie ein bisschen identifizieren hier. So, was ist das? Weinflaschen, okay. Hallo sagen, ne? So, ein weiterer Zettel. Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. Okay, wir sind also in einem Schloss. Das ist schon mal gut. Ich war schockiert zu erfahren, dass die Besitzer allesamt Frauen sind. Okay, die Herren und ihre Töchter waren überaus erpicht darauf zu betonen, dass sie nicht beißen würden. Das war schon etwas merkwürdig. Ich habe jetzt in unserer Wohnung im Schloss und ich fürchte mich ein bisschen. Ja, das tue ich jetzt schon die ganze Zeit. Adela, eine der Dienstmägde, hat irgendetwas falsch gemacht. Und die Komtesse Daniela ihr mit einem Messer das Gesicht aufgeschnitzt. Jetzt kann ich sie nachts reinhören. Es ist, als würden Geister durch die Hirn spucken. Ich will nach Hause. Ich weiß nicht mehr weiter. Die Komtessen haben sich beim Abendbrot beschwert, dass es zu heiß sei. Also habe ich das Fenster geöffnet. Wirklich nur ein Spalt. Und sofort habe ich mich angeschrien. Haben sie mich angeschrien, alle drei, ich soll das Fenster zumachen. Habe ich Angst, dass sie mich in den Keller bringen und für immer wegsperren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich nur tun? Ja, ich glaube, du wurdest ja gesperrt. Oder bist du das hier? Was ist das? Teppich oder was? Oder sind das Tiere? Ich weiß es nicht. Man kann es schlecht erkennen. So. Eine Leiter. Okay, ich glaube, dann sollten wir hier oben. Haben wir es gleich geschafft, laut dem Brief. Wobei bei Resident Evil, man kennt es, wenn man denkt, man hat es geschafft, hat es noch lange nicht geschafft. Aber doch, das sieht so aus. Okay, wir sind also schon mal. Ist hier noch was? Wie laut das aber auch ist, ey. Mein Gott, man denkt, man hat jetzt sonst was ausgelöst. Wenn man ein. Oh, schicke. Das öffnen? Nee. Hier noch was? Nee. Nee, nee, okay, dann würde ich sagen. So, toll. Das sah eher nach einer großen Tür aus. Eine Tür nach draußen. Durch den Vorhang können wir nicht. Diese zumindest schon mal ein bisschen leiser. Ich halte jetzt einfach mal meine Klappe, weil ich glaube. Irgendwas wird hier gleich passieren. Bin immer noch nicht draußen, ne?
Was für ein Kronleuchter, ne? Wahnsinn. Es ist einfach zu einladend da unten, ne? Ich glaube, das ist die Tür, wo wir raus müssen. So wie das hier klingt, komme ich doch mein Lebtag hier nicht heile raus. Guten Tag, wer sind Sie? Wenn Sie mir nicht sagen, ne? Eins der Augen ist lediglich eine Vertiefung. Der macht auch irgendwas. Vielleicht ein Auge übersehen oder so? Nee, ne? Ich guck jetzt einfach hier oben nochmal, bevor ich runtergehe. Hier ist auch zu. Kann aber auch nichts erkennen. Hier ist auch Sackgasse am Ende. Okay, gut, ich glaube, ich muss runter. Geht hier aber zu. Also ich glaube, im Hauptspiel müssen wir mit Sicherheit durch die Tür hier, müssen wir einfach nur entkommen, so wie ich das verstanden habe. Diese Schritte sind so laut. Ich befürchte, wir müssen da raus, weil da das Licht ist. Ja. Auf jeden Fall ein großes Haupttor. Es könnte auch sein, dass wir hier raus müssen. Ah! Nichts mit anfangen, schade. Auch geschlossen, ja. Auf den richtigen Riecher. Da ist das die gleiche Kleidung wie die, die ich an. Aber okay. Würde mich auch wundern, wenn da was anderes im Feuer liegt. So, hier haben wir noch ein Schriftstück. Bestanden. Abgelehnt. Ob wir einer von den drei Bestandenen sind? Ich weiß es nicht. Nee, wir wären ja dann eher einer von den Abgelehnten, ne? Wenn wir im Keller unten waren. So. Yummy. Da wissen wir, was getrunken wurde. So, Käffchenzeit. So. Und jetzt hier einfach so. Ah. Nee. Erst nach dem Boot aus. Ja, ich komme hier immer noch nicht raus. Da pfeift es auf jeden Fall. Ich will einfach jedes Detail mitnehmen und nichts verpassen. Deswegen gucke ich mir alles so fünf- und dreifach an, weil es auch einfach. Oh, ich dachte gerade. Es auch einfach schick aussieht. Muss man ja sagen, ja. Okay. Nein!
anscheinend schon unser Dietrichchen, der ist weg, ne? Shit. Irgendwas übersehen. Ist unterm Tisch was? Ah, das hat bestimmt auch was mit dem Auge zu tun. Ich wette drauf. Kann ich überhaupt nochmal zurück? Ja, kann ich. Gut. Also, wir brauchen einen Schlüssel am Ende. Und ich glaube, ein Gegner kommt hier Tatsache nicht. Dann gucken wir uns nochmal das Stück Papier an. So. Wenn du erstmal die Leiter erreicht hast, du es so gut wie geschafft. Pass auf, dass sie dich nicht sehen. Ich werde heute Nacht von dir fliehen. Und ich bete, dass du es auch. Pass auf, dass sie dich nicht sehen. Die Uhr vielleicht. Ja, doch auch irgendwas zu sagen, ne? Also ich befürchte, ich muss ja noch irgendwas mit dem Auge da oben machen, ne? Vielleicht das versteckt. In der Gasse vielleicht auch nicht, ne? Irgendwas habe ich gesehen. Ist lediglich eine Vertiefung. Ah! Mit der Halskette muss es auch was aus sich haben. Ich will nämlich jetzt sehen hier. Ja gut. Aha. Ja. Genau. Auf. Na, aber wo habe ich die? Habe ich die Kette hier gefunden? Weil da bin ich hochgeklettert. In dem Tisch vielleicht? Nee, auch nicht. Da oben denke ich auch nicht. Und warum ist meine Taschenlampe aus? Würde ich auch gerne mal wissen. Unten hatte ich sie noch. So, hier gibt es aber nichts mehr. Möchte ich fast behaupten. Was mir noch von Nütze sein kann. Und hier. Hallo. Hier war ja nichts drin. Oder lass die einfach mal alle offen. Hier im Bild vielleicht auch nicht. Nö, nö, nö. Der gute Herr wollte mir auch nicht helfen. Die Dame hier, so wie das aussieht, auch nicht. Können Sie mir vielleicht helfen? Komm hier einfach nicht weiter.
darf mir wieder auch gar keiner helfen, ne? Geh auf! So ein Schmutz. Ja, da muss ich ja wahrscheinlich noch unten, ne? Kann ich hier noch was machen? Nee. Okay, dann. Ab nach unten. So, hier hat ja vorhin die Frau gelacht, ne? Ja, da auch bestimmt irgendwas aktiviert oder so. In dem Tisch hier kann man auch so gar nichts machen. Das war nämlich auch so ein bisschen. Welche Kleidung, die ich anhabe. So, also ich muss ja sagen, ich finde hier einfach gar nichts, ne? Zurücksetzen, ja, gut. Hier irgendwas versteckt, ein Hinweis oder so. Oder ein Schlüssel. Ha! Nee. Auch nicht. Jo, Mensch. War hier ein versteckter Hinweis? Nee. Aber nur Namen. Ah. Auch zu. Habe ich irgendwas an dem Tisch noch? Ah, das Messer. Wunderbar. So nah dran. Oh, jetzt sollte ich vielleicht auch ein bisschen aufpassen, ne? Alter, das... Da war... Ich warte einfach da, alles klar. Okay, auf geht's. Da. Wie? Das kann so nicht verwendet werden. Warum? Ist jetzt ein Bug oder was? Alles klar. Okay.
So, bitte. Danke. Hallo? So, die Geschichte der Weinherstellung. Schloss Dimitrescu reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück, lange vor der Zeit der derzeitigen Besitzer. Der benutzt die langgehegte, wenn auch eigentümliche Methode der Weinherstellung, um ihren Wein ein besonderes, reiches Bouquet zu verleihen. Nach dem besten Jahrgang fließen sie den Namen Sanguis Virginis, wenn ich das so richtig ausspreche. Blut der Jungfrau, alles klar. Er lagert in einer Flasche, die kunstvoll mit silbernen Blumenornamenten verziert ist. Jahrgangsbester, würde ich sagen. Da, der Hofschlüssel. Wir haben ihn. Nachdem wir endlich das Augenrätsel gelöst haben. So. Und dann würde ich sagen, haben wir den Holzschlüssel. Hier haben wir, glaube ich, alles abgegrast. Und dann schauen wir mal, was uns jetzt erwarten wird. So, noch sieht es ja recht ruhig aus, wa? Ich glaube nicht. Hallo? Keiner da, okay. Da sieht auch noch alles ruhig aus. Ich glaube da ja noch nicht dran. Aber I'm irgendwie. watching Oh. you. Ah, das habe ich mir gedacht. Aber wo? Von wo aus beobachtest du uns? Okay, also ich befürchte, so einfach werde ich jetzt nicht zur Tür kommen. Oder? Der Kronleuchter ist schon genial, ne? Okay, ich würde sagen, ich wage es mal, hä? Noch ist es ja relativ leise und ruhig. I won't last Ah. until dinner. Gott. Okay. Ich glaube. Wow. Yo! Ja moin! Bist du Batwoman oder wie? Wow. Was ist das für eine? Ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Renn doch! Boah, jetzt rennt er nicht. So. Holzschlüssel, Mensch, nix. Hofschlüssel, Entschuldigung. Ich sage immer Holzschlüssel. So we finally meet. Jo. Boom. So, das wird's gewesen sein, ja? Ja, na sicher doch. Vielen Dank, dass Sie die Demo gespielt haben. Sehr gerne, sehr gerne. Capcom. Also ich muss sagen, mir hat das richtig gefallen. Stimmungstechnisch, ja, war schon ein bisschen Kribbeln drin, ja. Jeder, der die 5 hat und dieses Spiel, die Demo sich runterladen kann, ja, und Resident Evil Fan ist, sollte es machen. Ich hoffe, das Feeling kam so ein bisschen rüber. Man muss es einfach selbst gespielt haben, um das wirklich so richtig zu merken, ja. Aber mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf auf das Hauptspiel, ja. Resident Evil Village. Bis jetzt macht es einen Eindruck, der sagt, kaufen. Ja, kauf mich. Ja, wie gesagt, technisch, ja, was heißt technisch? Man hat schon gut gesehen, was die PlayStation 5 kann, ja, auch von der Grafik und von den Details, von der Optik, war das schon, braucht man nicht drüber reden, war das schon allererste Sahne, ja, wobei ich glaube, die 4-Version und die One-Version, die werden ja jetzt nicht weit dahinter sein. Aber es sah optisch schon sehr schick aus, von der Atmosphäre her, wie gesagt, so zwei, drei Jumpscares waren ja schon doch dabei. Aber jetzt natürlich noch keine Mega-Schocker, aber ja, war schon gut. Also ich kann das Spiel jedem nur ans Herz legen, zumindest die Demo, ja. Ich hoffe, dann im Frühjahr soll ja noch die etwas größere Demo kommen für alle dann.
wo es ja dann auch Gegner gibt, ja. Und die nette Dame hier eben, das scheint so irgendwie der Hauptboss zu sein. So kommt sie zumindest rüber, aber die scheint nicht ohne zu sein. Und in dem Sinne würde ich sagen, war es das mit diesem Stream, mit der Folge. Bedanke mich für alle, die dabei waren. Bleibt dran. Schaut auch gerne mal auf dem YouTube-Kanal vorbei. Da gibt es einige Let's Play-Folgen. Die wird dann auch dazu stoßen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es gefallen. Der Gretsche, beziehungsweise die Klebots sind raus. Bis zur nächsten Folge Stream. Ihr wisst Bescheid. Ciao.